So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf Medieval Dynasty. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, wir haben die Schmiede aufgebaut in der letzten Folge. Nelio und der Schwarmbleier begrüßen euch ganz herzlich heute Abend mal im Livestream. Ja, auf YouTube unterwegs. Ja, ETS fällt leider aus. Aus diversen Gründen. Ein Kollege hat kurz Konvoi, leider keine Zeit. Wir mussten kurz baden gehen, wir haben gestunken. Und ja, wir haben hier die Werkstatt in der letzten Folge gebaut. Und ich habe mir hier in der Werkbank hier die Sichel für 100 freigeschaltet. Und da wollen wir jetzt mal ein paar Sachen basteln. Die wollen wir mal kurz bauen. Für die Schmiede brauchen wir natürlich dann auch einen Angestellten. Einen Angestellten. Das heißt, unser Dörfle wächst weiterhin. So, wir brauchen Scheine, Schatteine. 4, 8, machen wir mal 12. Und Stöcke, machen wir mal 10. Dann bauen wir mal ein paar von den Sicheln. Gut. Die geben her. Moin. Die wollen wir hier abgeben. Die True. Das rüber. Die Sichel. Steinsichel. Auch rüber. Jawohl. So. Wie sieht es jetzt mit der Produktionen aus? Schmiede, klar, da braucht noch jemand. Grabungsschuppen, Holz, Kräuterhütte, Jagdhütte. Häkchen. Ah, Häkchen. Häkchen. Häkchen und Sacke. Ne, Hake, Säckchen und Sichel, Sensen. Das haben sie jetzt. Das heißt, die Hermenegilda, die können jetzt da hinten dann mal loslegen. Wir brauchen Dünger, denke ich mal. Wir haben, glaube ich, keinen Dünger mehr am Start. Sieht mit Samen aus. Wo haben wir die denn eigentlich rumliegen? Tonschale. Da nicht. Zwiebelsamen 5. Leinsamen 6. Wann können wir die denn machen? Frühjahr. Sind wir ja eigentlich jetzt? Sind wir jetzt im Herbst oder sind wir im Frühjahr? Lass mich mal kurz schauen. Wo stehen wir denn jetzt gerade? Sommer. Wir sind im Sommer. Sommer oder Herbst geerntet. Ah, Weizen. Kohl haben wir nur noch eine. Verdorbenes. Wie schaut es denn dort hinten aus in unseren Feldern? Da ist Kohl drauf.
life rhymes with strife. Servus. Was haben wir hier? Da brauchen wir Dünger. Da brauchen wir auch Dünger. Was haben wir hier? Kohl. Okay. Sonst brauchen wir Dünger und da haben wir Kohl. Das heißt, wir sollten mal ein bisschen Dünger beschaffen, aber ich denke mal, wir gehen jetzt erst einmal in den Abend hinein. Okay, den machen wir nicht mehr allzu viel. Das heißt, wir brauchten noch eine Mitarbeiter. Wie sieht es eigentlich mit Häusern aus? Ein einfaches kleines Haus ist noch frei. Das ist noch leer. Das heißt, da könnten noch jemand reinnehmen. Sonst sind überall 2 von 3 besetzt. Das heißt, wir könnten noch einen mit reinnehmen. Und was bräuchten wir denn da für die Schmiede? Brauchen wir denn mit dem Hammer? Ganz rechts, okay. Sollen wir mal gucken, ob wir noch einen finden? Kommt, lasst uns noch mal kurz rüber. Lass uns noch mal kurz in Städtle gehen. Vielleicht finden wir ja noch einen Angestellten. Einen neuen Mitarbeiter, der die Scheune übernehmen kann. Ach, Scheune, schon. Der die Schmiede übernehmen kann. Für uns. Vielleicht finden wir ein paar Fisch. Das konnte man lustigerweise, hat das schon ein paar Mal funktioniert, dass wir Fische fangen konnten. Aber das mit dem Fuchs hat jetzt irgendwie nicht funktioniert, da, oder? Da sind welche, schaut mal. Seht ihr, wie das, das klappt, komischerweise. Also Fische können wir fangen, aber dafür keine Fuchse. Füchse. Nun ja. Sei es wie es will. Wir sind einfach nicht für die Fuchsjagd geboren. Ja. Wir haben einmal kurz durchs Dorf durch. Etwas später am Abend. Laufen einmal komplett durch, den Ort durch. Und gucken, ob wir da vielleicht einen netten Angestellten finden, der unser Dorf bereichern mag. So, was sitzt denn hier am Feuer? 2 sitzen hier. 2. Okay. Was sagt Niederbühl? Niederbühl, der kann was. 19. Once I found a snake in my shoe. How can I help you? They have absolutely no respect for privacy. Na, dann schnappen wir uns doch sofort. Willkommen, Niederbühl. Herzlich willkommen bei uns im Dörflam. Womasches Bultle. So. Dann wollen wir den lieben Kollegen, das leere Häusle zuweisen. Und du kriegst die Arbeitsplatz. Du kriegst einen Arbeitsplatz als Schmied. Ganz genau. Du wirst unser neuer Schmied werden. Und was soll der Schmied für uns machen? Der Schmied könnte für uns Hämmer.
Lass uns doch mal ein paar Holzhämmer machen. Einfach mal so das Stein, das Standardzeug, das wir so brauchen. Könnte der doch für uns mal machen, ne? Also mal sowas. Holzhämmer, ein paar Holzhacken. Sind die 40, 60, 80. Das könnte uns doch machen. Ein paar Schaufeln. Dass wir einfach mal ein bisschen was machen. Eine Steinhacke. Machen wir mal 10, weil die kriegen wir ja dann, wenn wir die Hämmer haben. Nothing to keep myself warm with. Ich habe nichts, um mich warm zu halten. Ja, du hast jetzt ein schönes Hüttle, mein Lieber. So. Du hast doch ein schönes Hüttle bekommen. Nicht immer beschweren. So, jetzt gucken wir, ob wir noch mal jemanden finden, der uns Dünger verkauft. Ansonsten müssen wir morgen da ins Hüttle gehen. Ah. Richtest du dein Häusle? So ist recht. Ja, komm, das machen wir morgen, wenn auf ist, wieder alles. Wir gehen jetzt wieder rüber. Oh, lass uns außen rumlaufen. Lass uns mal unsere Hühner angucken. Muss die so treiben und da würde ich sagen, gehen wir in die Nacht hinein. Lass uns hier noch ein bisschen Ried sammeln. Ein bisschen was kann man ja mitnehmen, man kommt ja mit leeren Händen nach Hause. So, dann gehen wir dann in den Herbst hinein, meine Lieben. Und dann legen wir uns zu unserer Liebsten, ne? Gute Nacht, bis zur nächsten Jahreszeit. So, einen wunderschönen guten Morgen, liebste Lubomira. Okay. Mag nicht mit jedem reden. So, Münzen haben wir noch ein bisschen was. Lass uns mal gucken. Drang des schnellen Heilens, wir hätten ja sogar was gehabt, ne? Das Verdorbene, das packen wir rüber. Die Hechte müssen wir ausbraten. Das, lass uns das doch gleich mal machen. Wo ist unsere Küche? Lubomira? Ah. Was beschäftigt dich im Moment? Wer gerade so gut genug ist, hat eigentlich versagt. Wenn du dich nicht wirklich anstrengen willst, warum versuchst du es dann überhaupt? Aha. Okay. Hi, Schnuela. Guten Abend. Ja. Moin, moin. Ja, mal was anderes heute, nicht ETS. Heute sind wir mal hier ein bisschen am Medieval Dynasty. Wo ist denn eigentlich unsere... Da, ne? Ja. Lasst uns mal gucken, was machen sie denn, unsere Hühnchen? Ja, moin. Moin, moin. Oh, da ist nichts drin, ha? Tierfutter ist alle. Tierfutter wollten wir besorgen. Hi, die Fixi. Ich wusste, irgendwas war. Tierfutter haben wir nicht. Wir brauchen dringend Tierfutter. Sind die schon da drüben? Nee, noch nicht, ne? Das
Verdorbene können wir wegtun. Da brauchen wir irgendwann so einen Trog. Lalalala. Da schmeißen wir mal hier rein. Ja, bekommst einen Einblick, genau. Aber du kennst mich ja, ich bin da ein bisschen chaotisch unterwegs. Also selten irgendwie nach Plan. Ich gehe halt immer irgendwie da dran, an das Zeugs da dran. Aber es macht definitiv viel Spaß, das zu spielen. Ich wollte in die Küche, genau. Ich wollte mir mal ganz kurz den Fisch rausbraten. Hechte, jawohl. Hau mal die Hechte hier durch. Das ist gut, Stöhler. Ja, man kennt sich mit der Zeit, ne? Ist doch schön. Ja. So, jetzt haben wir ein bisschen was zum Essen. Haben wir jetzt eigentlich... Habt ihr eigentlich auch genug zum Essen? Klappt das jetzt mit dem Fleischlieferung? Irgendwie, weiß ich nicht, das scheint nicht so... Gebratenes Fleisch ist eins drin. 6. Da kommt kein Fleisch rein. Wo ist denn das ganze Fleisch? Was machen die eigentlich mit dem Fleisch? Hauen die das gleich weg oder was? 1. Das... Was essen die? Was essen die? Gut, die müssten das doch hinkriegen, oder? Verstehe ich nicht. Wir haben Jäger. Ja gut, das ist es nicht. Beste Jäger, aber hier haben wir doch, wir haben 2 Jäger. Was treiben die 2 eigentlich? Theodorik und der Igor. Mögen die 2 Männer sich nicht, oder wie? Warum funktioniert denn das nicht? Fleisch in Arbeit. Eigentlich soll das funktionieren. Und was macht unsere Küche? Gebratenes Fleisch macht es zu 50%. Und was macht es noch? Kohlsuppe. Ja gut, das können wir eigentlich runterschrauben. Wir haben eh kein... Ach, wegen Fleisch. Der haut das ganze Fleisch in die Kohlsuppe, oder was? Lass uns das mal runterziehen. Mal gebratenes Fleisch mehr machen. Lassen wir mal 10 übrig. So mal, weil Kohlsuppe haben wir ja auch keine drin, oder? Nee, nicht hauen. Wir haben 14 Kohl. Nee. I love doing the same thing every day. Auf alle Fälle brauchen wir was für unsere Hühner. Futter für die Hühner. Da können wir vielleicht einen kleinen Auftrag annehmen. Was ist jetzt da hinten wieder angekreuzt? Was? Achso, ja gut, das ist klar. Die Küche. Hat kein Material für die Kohlsuppe. Das ist richtig. Weil du kein Fleisch hast. Naja, wird sich einspielen. Lass uns mal laufen. Lass uns mal rübergehen. Oxbow River. Da können wir noch mal ein paar Hechte uns holen. Das können wir. Ha! Neues Level jagen! Yeah. Cool! Da können wir wieder Punkte verteilen. Lasst uns mal gucken. Fähigkeiten, Jagen, Jagdwissen. 1. Was, da haben wir noch gar keine Punkte gekriegt. Was sind wir drauf? Ziel mit Fernkampfwaffen. Jagdwissen, ja, das müssen wir auf alle Fälle erhöhen. Ich glaube, wir müssen mehr auf die Jagd gehen hier. Da müssen wir ein bisschen mehr auf Jagd gehen.
So, wir wollten einen Auftrag annehmen. Once I met a guy who kept saying winds howling, even when there was just a How are you? Du bist da Leuias Vater, richtig? Warum fragst du, gibt es wieder jemand, der ihr den Hof macht? Sie ist noch ein Kind, verdammt. Beruhig dich, niemand. Was soll ich noch tun? Um schmutzige Blicke und verschwitzte Hände von ihr fernzuhalten, hm? Sie in eine Höhle sperren, weil ich das tun werde, wenn ich es tun muss. Großartig, ich habe in die Höhle mit ihr. So sei es. Ja, kann ihre Sachen packen und Moment. Warum willst du meine Tochter in der Höhle sehen, hm? Damit sie in eine Ecke gedrängt und wehrlos ist? Ich werde dir nicht verraten, wo sich die Löwe befindet. Niemals. Das beruhigt dich, es war nur ein Scherz. Oh Mann, cool. So long. Ja, so long, genau. Aber 5 Meter, das ist aber nicht das, was ich wollte eigentlich. Ach, Posumir, der hat einen Auftrag. Hallo, wie laufen die Geschäfte? Keine Probleme mit dem Nachschub? Willkommen und danke, dass du fragst. Es könnte schlimmer sein, aber vielleicht möchtest du eine meiner zuliefernden Bauern werden und deine Waren am angesehensten Stand in Pistovia verkauft sehen. Ich bin nicht sicher, ob das hier der angehendste Stand in Pistovia ist, aber es ist mit Sicherheit der einzige, der Nahrungsmittel verkauft. Ja. Such vor allem nach roter Beete. Es gibt hier einen rote Beete-Baron, der kommt und sie in großen Mengen kauft. Und wenn dann noch jemand anders welche möchte, kann ich höchstens noch Zwiebeln anbieten. Ich hätte gedacht, dass rote Beete einem ein seltenes Gut werden könnte. Der Markt kann ziemlich unberechenbar sein. Falls du im Moment keine rote Beete anbaust, kann ich dir Saatgut geben. Danke, ich komme mit roter Beete zurück. Hast du mir jetzt das gegeben? Hab ich denn jetzt eine rote Beete gekriegt? Ja, 16. Ah, die kann man anbauen. Ja, cool. Ja, dankeschön auch für die rote Beete. Dann kann man die ansehen im Frühjahr. Frühjahr, na super. Da sind wir ja noch weit weg. Da müssen wir noch ein bisschen warten, ne? Aber Posumir, hast du zufällig was für Tierchen? Sieht ja danach aus, als ob du was hättest, oder? Can I interest you in some of my wares? I love it when it's busy. Ja, ich komme wieder. Keine Frage. So. Wo kriege ich jetzt Tierfutter? Sophia? Kräuter? Ludomila? Zeig mir mal deine Waren. Was hast denn du? Heiltränke würden mir mal ganz gut stehen. Ja, nee, das... Aber Moment. Du könntest vielleicht was abnehmen. Die Distel kriegst du mal. Brauche ich nicht. Was hast du? Kleidung? Nee. Moment, der ist doch da hinten gewesen. Hast du das? Was hast denn du? Ich der Tierfutter brauche. Da! Tierfutter bräuchte ich. Was kostet denn das? Boah, ist das teuer. Ja, aber was sein muss, muss sein, ne? Für die Hechte kriegst du nix. Haben wir was, das wir dir geben können? Ich wirklich, whatever you need, I've got it. Good luck. Ist recht. So, okay. Die Samen können wir jetzt erstmal nicht anbauen. Was steht denn hier? Oh, meine Lieben, was da steht. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Euer Nelio und Schwabenblayer. Bis dann. Ciao, ciao.